Yo, was geht ab, People? Herzlich willkommen zu meinem neuesten YouTube-Video. Und zwar gibt es heute eine Premiere. Ich mache einen Haul. Nicht jetzt. Willst du mich verarschen, Alter? Das gibt einen richtig fetten Look. Lass es sein jetzt. Lass es jetzt gut sein. Es reicht. Schatz, jetzt geh. Nein. Die meisten werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, so, ey, Bro, what the fuck, was ist ein Haul? Und ich bin dem Ganzen mal auf den Grund gegangen. Haul heißt übersetzt Beute, Ausbeute. Und das machen meistens irgendwelche Girls, wenn die bei DM irgendwelche Kosmetikartikel geshoppt haben oder bei Zara, Online, H&M, I don't know, irgendwas bestellt haben. Und dann müssen die das natürlich ihrer Followerschaft zeigen. Und da reden die unter anderem auch über ihr Einkaufserlebnis. Und ich dachte mir einfach, ey Bro, nice, aber wir müssen das mit geilen Shit machen. Mit Muay Thai Shorts, mit Boxhandschuhen, mit Equipment, mit allem, was mit Kampfsport zu tun hat. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich was Neues bestellt habe, ist jetzt schon ein halbes Jahr her und ich bin total auf Entzug, um ehrlich zu sein. Also bin ich vor ein paar Tagen auf kundporn.de gegangen und habe mir einfach die geilsten Shorts rausgesucht, die mich richtig anmachen. Antönen. Das hört sich so falsch an. Ja doch, die mich anmachen. Sage ich, wie es ist. Und boom, 2 Tage später, das Paket da. Und jetzt machen wir diesen scheiß Haul, Leute. Für die, die es noch nicht wissen, kundporn.de ist einer der größten Online-Stores hier in Deutschland, was Kampfsportartikel betrifft. Ihr habt eine riesige Auswahl und ich bestelle das schon seit Jahren. Und wisst ihr was? Mit meinem Code KSC10 könnt ihr nochmal 10% auf eure gesamte Bestellung sparen. Nice, oder? Gut, ihr wisst jetzt, was ein Haul ist, ihr wisst, was euch hier erwartet. Let's go! Normalerweise bin ich so einer, ich raste immer komplett aus, reiß das auf. Aber falls ich doch was zurückschicke, falls was nicht passen sollte, kann ich die Tüte natürlich direkt wiederverwenden. So. Damn, Boy! Bruder, wenn ich das schon sehe, ich bin hyped, merkt man das? Gar nicht, oder? Huhu, Bro! Bro! Fairtex! Top King, das ist so unglaublich sexy. Ich freue mich so drauf, die anzuprobieren. 8 Weapons und nochmal 8 Weapons. Leute, ich habe mir so sicken Shit bestellt. Das wird geil. Ich freue mich drauf. Ab geht's. 8 Weapons, Leute. That's the shit. Kann ich euch jetzt schon sagen. Ich habe ja schon Shorts von denen. Boah, ich bin voll nervös, voll am Zittern. Bro. Sorry, Leute. Noch mal was gekommen. Ich bin konsumsüchtig, sage ich, wie es ist. Für die meisten, die sich fragen, so, ey, Marc, müssen es Muay Thai Shorts sein? Ey, wir machen Thai Boxen. Klar, müssen es Thai Box Shorts sein. Ihr könnt das natürlich auch mit langen Hosen machen. Gott bewahre bitte nicht. Muay Thai Shorts zeichnen sich ja noch mal dadurch aus, dass sie halt so kurz sind und uns dann die Bewegungsfreiheit geben, die wir auch benötigen, damit wir Leuten richtig gut ins Face kicken können. Auf einer sportlichen Ebene natürlich. Ich liebe es. Ich liebe es, wenn Shorts einfach so richtig simpel sind. Der Stoff ist schön leicht. Es ist einfach, guck mal, die Endverarbeitung. Damn, einfach hier dieser weiße Abschluss hier schön vernäht. Mit dem Patch hier vorne auf dem Bund drauf. Unten dann auch nochmal 8 drauf. Früher war Venom einer meiner Favorite-Marken. Mittlerweile bin ich so, dass ich sage, okay, gut, 8 Weapons ist schon, you know? Leute, das ist Qualität. Die ist handmade in Thailand, das sieht man, das fühlt man auch. 100% Baumwolle, Satin. Wir probieren die jetzt mal an, würde ich sagen. Die Hose sitzt einfach so fucking smooth. Es ist einfach, wenn man diesem Fit einen Namen geben müsste, wäre es Perfect Fit. Ich liebe es. Die Hose ist großzügig, weit geschnitten. Das heißt, es ist einfach, Leute, es ist so, als ob man nichts anhätte. Der Stoff ist schön weich und von der Länge her passt das auch. Real Talk, Leute, diese Hose ist ein Muss. Für mich und für euch. By the way, die Hose gibt es nicht nur in schwarz, die gibt es auch in anderen Farben. Schaut einfach mal im Shop vorbei. Kennt ihr das, wenn euch irgendwas fehlt im Leben und ihr wisst nicht was und dann bestellt man hier sowas hier, weiß man einfach, man ist angekommen. Geile Hose, Leute, geile Hose. Was für ein Start, Alter. Ich liebe Halls. Die sieht so schon so sexy aus, Leute. Um ehrlich zu sein, das ist meine allererste Muay Thai Shorts von Fairtex. Ich hatte noch nie eine von denen an, aber der Look hat mir gefallen. Deswegen schaue ich mir das jetzt einfach mal an, was da so abgeht. So, wo mache ich den Quatsch auf? Ah, hier unten auf der anderen Seite. Alter, ey, das gibt's nicht, Leute. Ich muss fucking Millionär werden und ich muss dann jeden Tag Muay Thai Shorts bestellen. Schaut euch das an. Das, puh. Puh, sehr einfach gehalten. Hier oben Patch drauf, Fairtex einmal durch und das war's dann auch schon. Wie bei der Shorts von gerade von 8 Weapons, auch hier ein sehr schöner Abschluss. Schön vernäht alles. Puh, Bro. Guck
cooles Muster. Geil. Fairtex sollte jedem Begriff sein, der hier so ein bisschen unterwegs ist. Ich würde mal sagen, wir probieren den Lachs jetzt an hier. Es ist zu nice. Diese Hose gibt es, by the way, auch in mehreren Ausführungen. 3 verschiedene Farben haben die im Angebot. Schaut einfach mal im Shop rein. Die sitzt auch mega angenehm. Die ist ein bisschen enger geschnitten. Das ist ja mittlerweile so ein bisschen moderner, sage ich mal, die ein bisschen tighter zu schneiden. Dennoch habe ich hier die volle Bewegungsfreiheit. Ich kann alles machen, ohne dass ich mir ein Ei einklemme oder so. Ich liebe diesen Style. Von der Länge her auch schön die Hälfte vom Oberschenkel abgedeckt. Beschränkt mich auf keinste Art und Weise. Der Stoff ist hier auch schön weich. Auch hier wieder nichts Negatives zu sagen. So lässt sich ordentlich trainieren. So lässt sich ordentlich kämpfen. Und ich habe jetzt einfach Bock, mit der Hose gerade Gas zu geben. Ich habe die im Shop gesehen, Leute, und dachte mir, boah, Marc, du musst die haben, Alter, bestell die. Die kann nur geil sein. Und die Hose hat es bestätigt. Sehr, sehr geil. Ich bin süchtig nach diesen Shorts. Das macht mich fertig. Die nächste Shorts ist auch von der Marke, die ich bis jetzt noch nicht getragen habe. Jetzt was Hosen betrifft. Und Top King Boxing, das ist auch mit, ich meine, alle Marken, die wir hier heute haben, das ist alles so das Beste vom Besten. Ich habe ja jetzt seit neuestem auch 10 Unzen Handschuhe von denen und es ist einfach geisteskrank. Es ist einfach geisteskrank. Ich würde am liebsten all mein Geld für Equipment ausgeben. Die hier ist, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, nicht mehr so minimalistisch gehalten wie die 2 vorherigen Hosen. Boah, Alter, wenn ich diesen Schnitt schon sehe, ne, oben ein bisschen schmaler, nach unten geht es nach außen. Das gibt mir diese Oldschool-Thai-Boxing-Vibes. Boah, jeder, der so eine Shorts schon mal anhatte, der weiß, was ich meine. Puh, schaut euch das an. Ich war früher, als ich mit dem Thai-Boxen angefangen habe, war ich nie so ein Fan von so Tribals und Bling-Bling. Aber mittlerweile finde ich das geil. Ganz simple Verarbeitung hier am Ende. Keine Highlights wie bei den anderen 2 Hosen. Trotzdem sehr cool. Hier oben das Badge einmal groß. Boah, ich muss die anziehen, Leute. Ich will jetzt nicht irgendwie so viel labern. Ich muss die anziehen. Diese Hose ist, wer hätte es gedacht, auch made in Thailand. 100% Polyester. Ist jetzt keine Baumwolle. Das merkt man auch. Der Stoff ist jetzt nicht mehr so geschmeidig. Aber wir schlüpfen jetzt mal rein und gucken, was Sache ist, so vom Feeling her. Die Hose, die sitzt 1A. Also, wie bereits gesagt, das gibt mir diese Oldschool-Thai-Boxing-Vibes. Man merkt natürlich, dass das jetzt keine Baumwolle ist. Die ist nicht so smooth. Man merkt auf jeden Fall, dass man was anhat. Dennoch, von der Länge her sitzt sie perfekt. Man ist nicht eingeschränkt von der Bewegungsfreiheit. Und diese ganzen Patches drauf, dieses Top-Gear, das ist, Leute, mir geht einer ab. Insgesamt kann man sagen, dass die Hose vom Style her mega sexy ist. Oldschool, mit Oldschool macht man nie was verkehrt. Ich bevorzuge es, wenn die Hosen sehr schlicht sind, nicht so viele Patches drauf sind. Das ist die erste Hose, wo ich ein kleines Problem habe. Und zwar bei den Patches. Durch dieses große Patch hier vorne fällt die Hose vorne ein bisschen weird. Und man merkt natürlich, dass da was ist. Wenn du damit kein Problem hast, dann hol dir die Hose. Abgesehen davon ist sie mega nice. Die Hose gefällt mir so gut, auch von den Farben her. Dieses Badge hier reißt alles komplett ab. Aber wie gesagt, das hier passt mir leider nicht. Das ist so ein kleiner Minuspunkt für mich selber. Mag ich vielleicht ein bisschen speziell sein, den anderen juckt es nicht. Deswegen, wenn es euch nicht juckt, dann müsst ihr euch die holen, Leute. Tut mir den Gefallen. Wenn ich sie nicht trage, müsst ihr sie tragen. Wäre schade drum, wenn nicht. Das Schönste habe ich mir jetzt zum Schluss auch bewahrt. Da bin ich schon halb drauf. Ich habe die Hose im Shop gesehen und dachte mir so, boah, Alter, diese Farben. Puh, das ballert. Ich brauche die. Ich habe mir gesagt, Marc, du brauchst die. Stell dir die. Und schwupp, war die in meinem Einkaufswagen, Leute. By the way, oh mein Gott, Bro. Ah, hier merkt man auch wieder, dass es Baumwolle. Ja, wieder Stoff fällt, Satin, Satin, Leute. Was ist es, Satin, 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 ne? Satin, Satin, jetzt haben wir es. Puh, handmade in Thailand und man merkt das. Da steckt Liebe drin, das ist halt, Leute, da steckt Liebe drin. Aber schaut euch das mal an. Ich gucke mir die ganze Zeit an, zeige euch die gar nicht. Guckt euch das mal an. Ja, grün, rosa, ne? Oder pink, rosa. Grün, rosa, diese Farbkombination ist wild. Wild, hätte ich früher nie angezogen. Aber Geschmäcker verändern sich auch im Laufe der Zeit. Und das ist bei mir der Fall. Boah, guckt euch mal das hier unten an. Und dieses Patch, Bro, es ist einfach geil. Und was mir am besten gefällt, ist dieser Samurai. Brutal. Ich hoffe, man sieht das gut genug. Hier unten sind die Badges auch nochmal drauf gestickt. Vorne Fat 8 Weapons. Und hier ist das ein bisschen feiner. Bei der Top King Boxing Shorts war das so, dass das ein riesiger Patch war. Von der Größe her nicht wirklich größer als das 8 Weapons Logo hier. Aber dadurch, dass die das hier einzeln machen,
dürfte das einen nicht so behindern, aber wir werden es gleich herausfinden. Mega sexy. Ich weiß jetzt schon, das wird meine Lieblingshose, Leute. Ich weiß es jetzt schon. Ich habe die noch nicht angehabt, ich weiß es schon. Kennt ihr das? Ihr habt was und sagt euch, ey, meine Lieblingshose jetzt. Einfach in Love. Verarbeitung hier unten, by the way, auch sehr schön. Schöner Abschluss. Gefällt mir. Guck mal, wie fein das vernäht ist, Leute. Let's fucking go. Also, ihr könnt euch darauf verlassen, wenn man was von 8 Weapons bestellt, dann bekommt man noch was für sein Geld. Definitiv. Die Hose sitzt locker, flockig. Ich kann mich bewegen, ich kann alles machen und ich fühle mich dabei richtig sexy. Die Hose fällt auf, Leute. Wenn man in meinen Kleiderschrank guckt, dann ist alles schwarz, weiß oder grau. Also wirklich alles sehr, sehr trist. Und so halte ich das bei meinen Shorts eigentlich genauso. Aber es ist nicht verkehrt, wenn man ein, zwei Shorts hat, die da so ein bisschen herausstechen. Und das ist mit dir auf jeden Fall der Fall. Es ist ein Hingucker, Leute. Es ist einfach ein fucking Hingucker. Ich lieb's. Ich lieb's einfach. Das ist mein Favorite. Ohne Scheiß, das ist mein Favorite. An der Hose habe ich jetzt auch nichts zu bemängeln. Die ist einfach, das ist eine 10 von 10, Leute. Das ist eine 10 von 10. Da gibt's nichts zu sagen. Kann man nicht meckern so. Was die Farben betrifft, Geschmackssache. Ja, gibt's by the way auch in verschiedenen Ausführungen. Aber, boah, die hat mich abgeholt. Sage ich, wie es ist. Die hat mich abgeholt. Die zieh ich später noch beim Training an. Darauf könnt ihr Bein lassen. Unser erster Haul. Thai Boxing Shorts Edition. Puh, 4 geile Shorts. 3 haben es mir richtig angetan. Also eigentlich alle. Bei der hier gab es ein kleines Manko. Aber sonst, Bruder, I'm in fucking heaven. Ich habe dir jede einzelne Hose in der Beschreibung verlinkt. Denk dran, kundbahn.de mit meinem Rabattcode KSC10. Dann nochmal 10% Rabatt auf die Hosen. Schaut euch um, die haben eine riesige Auswahl. Das sind jetzt so die 4, die mir jetzt aktuell am meisten gefallen haben, wo ich mich da so ein bisschen durchgeblättert habe. Wann hast du dir das letzte Mal neues Equipment gegönnt? Es wird mal wieder Zeit. Gönn dir mal was, weil Training einfach doppelt so viel Spaß macht mit dem richtigen Equipment. Fazit, ich habe Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß gehabt an meinem Spaß. Man kann nicht genug Thai-Boxing-Shorts haben. Merkt euch das. Man kann schlichtweg nicht genug Thai-Boxing-Shorts haben. Ich brauche alle, ich brauche sie alle. Gotta get them all. Gotta get them all. Oder ich muss los. Du hast jetzt 3 Möglichkeiten. A, du schreibst mir in die Kommentare, welcher von den Shots dir am besten gefallen hat. B, du schreibst mir unten in die Kommentare, wann du dir das letzte Mal neues Equipment gegönnt hast und was du dir als nächstes holen willst. Oder C, du sagst mir, Marc, mach ein Haul darüber. Schreibt mir, worauf ihr Bock habt. Ich mach das. Schwöre, ich mach das. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und in diesem Video erfährst du alles, was du über Muay Thai Shorts wissen musst. Falls nicht, schreib mir hier unter den Kommentaren, dort unter den Kommentaren oder auf Instagram. Mir bleibt nichts mehr anderes übrig, außer zu sagen, holt rein.